Jo Leute, was geht? Willkommen zu einem weiteren Video. Ich weiß, das ist mal ein ganz, ganz anderes Intro, aber pass auf. Lara ist unten und wartet. Sie ist schon seit ungefähr 5 Minuten da, weil ich nicht auf mein Handy geguckt habe. Und sie weiß überhaupt nicht, was heute abgehen wird, denn sie wird in der Tat Motorrad fahren. Problematik ist, ich habe nur noch Helme in Größe L da. Naja, egal. Wir nehmen den jetzt einfach mit und dann schauen wir mal, was sie sagt. Hey Lara, hier ist dein Helm. Wir fahren eine Runde Motorrad. Hey Lara, hier ist dein Helm, lass uns eine Runde Motorrad fahren. Hey Lara, hier ist dein Helm, lass uns eine Runde Motorrad fahren. Hey Lara, wir fahren Motorrad. Wir fahren Motorrad, Lara. Also Freunde, erste Regel, wenn ihr eine Verabredung habt mit einem Mädel, kommt ein bisschen später. Das macht immer einen guten Eindruck. Schönen guten Tag. Guten Tag. Wie geht's dir? Gut, und dir? Aber warum filmst du denn? Ich habe was mitgebracht für dich. Dankeschön. Guck mal, der Helm ist relativ groß. Ich hatte leider keinen anderen mehr, aber ich dachte mir... Hast du einen Dickschädel? Perfekt, super. Die korrekte Motorradkleidung hast du auch an, wie ich sehe. Wie immer. Optimal. Noch eine Sache, ich habe keine Sozius-Rasten. Das heißt, du musst deine Füßchen genau so, ja, perfekt, da drauf tun. Gut festhalten, ja? Ja. Okay, Freunde, jetzt fahren wir erstmal zur Tankstelle und da muss Lara beweisen, dass sie wirklich weiß, wie man erstmal das Fahrzeug tankt und wie man es richtig bedient, sprich Kupplung, Bremse, Schalthebel von A bis Z. Lalalalala. Was ist denn mit dem LKW los? Was macht der denn hier? Jetzt bremsen wir mal ein bisschen stärker. Ja, super, da kriegt man ein bisschen Körperkontakt. Die Ampel war rot, ich musste stark bremsen. Sehr guter Tipp, Freunde, merkt euch das. Immer schön stark bremsen an jeder Ampel, das ist super. Ja, ja. Das Wetter ist sehr schön, oder? Mhm, finde ich auch. Ein paar weiße Wölkchen, blauer Himmel. Ist extra für dich bestellt. Bin schon netter. So, jetzt suchen wir uns eine freie Zapfsäule. Dann gucken wir mal, was Lara drauf hat. Die sieht doch gut aus hier. Du willst ja heute Motorrad fahren. Will ich, das habe ich gar nicht gesagt. Aber du musst natürlich erstmal wissen, wie funktioniert denn überhaupt ein Motorrad. Und das Allerwichtigste ist natürlich, um zu fahren, brauchen wir tanken, genau. Ja. Was denkst du denn, wie das funktioniert? Sieht schon mal sehr gut aus. In welche Richtung drehen? Aha. Aha. Ja. Erstmal, Freunde, wenn gleich das Video hier aufhört, weil die Tankstelle in die Luft fliegt, das tut mir echt leid. Wie viel wollen Sie denn? Ja, voll. Machen Sie mal bitte voll den Kahn. Oh, ist schon voll. Was soll ich jetzt dafür tanken, denn? 1,58 €. So, um Motorrad fahren zu können, musst du natürlich wissen, wo die wichtigsten Hebel sind. Ja. Wenn du das schaffst, dann darfst du fahren. Wenn du es nicht schaffst, darf ich nicht fahren? Darfst du auch fahren. Wo gibt man denn Gas? Was würdest du sagen? Hier. Wie geht das? Zeig mal. So. So? Mhm, richtig. Wenn du jetzt bremsen willst, vorne, wo musst du da ziehen, drehen, drücken? Vorne. Linke Seite? Ja. Bist du sicher? Rechte Seite. Ja? Linke Seite war Kupplung. Okay, sehr gut. Wenn du hinten bremsen willst, und wenn du jetzt losfahren möchtest, wie funktioniert das? Musst du da irgendwie einen Gang einlegen? Wenn ja, wie legt man denn den Gang ein? Auf der anderen Seite, an den Fernhebel. Und in welche Richtung muss man den drücken? Nach unten. Und dann? Nach oben. Oh! Eine Ewigkeit später. Fühlst du dich bereit für die erste Fahrt mit der Husqvarna 701? Nein, das ist jetzt schlecht. Also falls es schief geht, ich rufe auch keinen Krankenwagen. Setz dich einfach mal drauf. Passt das so von der Höhe? Nicht so gut. Okay, kein Problem. Ich habe High Heels mit, passt das? Du hast High Heels mit. Willst du mit High Heels fahren oder was? Genau, erstmal die Schutzkleidung vorbereiten, sehr wichtig. Perfekt, das sieht optimal aus. Ah. Ja? Ja, das, ja, perfekt. Gut, jetzt gleich den ersten Gang einlegen und dann die Kupplung langsam kommen lassen. Ganz langsam. Sehr schnelles Motorrad, okay? Da lacht die sich kaputt. Gibt's doch gar nicht. Als würde ich hier Späße machen. Oh Gott. Oh Gott. Ja? Ja? Aha. Ja? Oh Gott. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Oh Gott. Ja, super. Perfekt. Sehr gut. Hast du heimlich geübt? Wirklich, Freunde, also schreibt mal jetzt bitte in die Kommentare, wie gut das aussah.
gut. Warum kann sie das denn so gut? Das ist ja unfassbar. Ich kacke komplett ab. Also ich weiß echt nicht, was ich dir noch beibringen kann. Du hast es straight einfach rausgeballert. Das war ziemlich gut, Lara. Wirklich. Ja, pass auf, dann machen wir jetzt einfach noch, das hast du dir auch gewünscht, einen kleinen Wheelie zusammen. Ja? So, Freunde, Lara macht gerade eine kleine Pinkelpause und an der Stelle kann ich euch auch perfekt den heutigen Sponsor des Videos präsentieren, und zwar Readly. Readly ist ein Abonnement, ein digitales Abonnement für Zeitschriften und Magazine. Ich persönlich nutze es genau in so Momenten, wo ich einfach nicht weiß, was ich gerade machen soll und gerne eine nette Zeitschrift dabei hätte. Wenn ihr so wollt, dann ist es eigentlich wie Spotify, nur eben für Magazine und Zeitschriften. Wie ihr sehen könnt, ich lese super gerne das Grip Motor Magazin, was ich mir hier auch schon gedownloadet habe. Sprich, ich kann es auch offline mir anschauen, ob im Flugzeug oder ganz egal wo, in der Badewanne. Sucht es euch aus. Mit einem Abonnement habt ihr die Möglichkeit, 5 unterschiedliche Konten zu führen und habt Zugang zu 5000 internationalen und nationalen Titeln. Wenn ihr jetzt den Link in der Beschreibung anklickt, dann zahlt ihr in den ersten 2 Monaten nur 1,99 Euro und danach 9,99 Euro pro Monat. Ihr könnt jederzeit kündigen, ihr habt keine Mindestvertragslaufzeit, deswegen checkt es auf jeden Fall ab. Ich liebe es, wie gesagt, ich lese am liebsten hier das Grip Magazin, aber ihr könnt natürlich auch schauen, wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt Zeitungen lesen, Zeitungen sind verfügbar, oder aber auch, wenn ich hier in die Suche einfach mal Motorrad eingebe, dann bekommt ihr natürlich auch ganz viele verschiedene Motorradmagazine. Checkt es ab, Link ist in der Beschreibung. Ich kann es auf jeden Fall nur wärmstens empfehlen. So, und ich warte jetzt hier auf Lara. Hoffentlich kommt sie gleich wieder. Drückt mir die Daumen, dass die 701 heile bleibt. Mit der Höhe und so ging auch alles klar, also keine Probleme gehabt. Welche Motorräder bist du bis jetzt schon gefahren? Die. Aha. Vermute die. Aha. Echt? Ja. Auch die 701? Ja. Ach Quatsch. Ja doch. Lara kein. Ja doch. Das hat man aber nirgends gesehen. Ja, ich weiß. Warum nicht? Secret. Ja. Mhm, okay. Ja, dann vom Blackout, ja, ne? Die 96. Ja. Oh. Welche hat dir am besten gefallen? Die. Ja. Richtige Antwort. Sehr sympathisch, Lara. Okay, jetzt können wir Wheelie machen. Also, wir müssen eigentlich gar nichts. Freunde, jetzt haben wir ein Level erreicht hier. Klammergriff 3000. Ja. Ich mach mal den Motor an hier, bevor ich noch kaputt gedrückt werde. So, müssen wir erstmal Traktionskontrolle ausmachen. Also wichtig ist, gut festhalten und die Füße auf den Rasten lassen, ja? Schön da drauf bleiben. Bitte? Also Füße in die Luft. Nee, auf den Rasten. Jetzt hau ich aber mal einen raus. Ich hab ein bisschen Lampenfieber. Lang nicht mehr gemacht, ey. Oh Gott, jetzt stehen hier noch so viele Autos. Wir machen das lieber hier. Verdammt nochmal. Let's go. Oh, das war auf jeden Fall richtig schlecht. Perfekt. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Ich fahre mich gerade nur warm. Alles gut. Ah, ja, der war doch schon gut. Der war okay. Das kann nicht wahr sein, Freunde, echt. Jetzt haben wir aber noch mal einen raus hier. Aha, da hast du aber jetzt mal Dollar zugepackt hier, ne? Der war schon ganz geil, oder? Ich fühle, wie die Männlichkeit durch meine Adern fließt. Ha! Okay, du darfst den Helm gerne abnehmen, Frau Lara. Sieht wunderbar aus. Frisur sitzt. An der Stelle herzlichen Glückwunsch zur erfolgreichen Fahrt mit der Husqvarna 701. Das hast du wirklich grandios gemacht. Ich hatte ein bisschen Angst, habe ich immer noch, aber es ist zum Glück alles gut gegangen. Hat es dir denn Spaß gemacht? Mega. Skala 1 bis 10? 8. 7, 8. Okay, da ist auf jeden Fall Verbesserungspotenzial. Wir können ja noch eine Kugel Eis essen gehen. Darfst du auch gerne bezahlen, dann sind wir vielleicht bei einer 9. Schaut an der Stelle auch gerne bei Lara vorbei. Sie ist natürlich verlinkt in der Beschreibung. Lasst dem Video einen Daumen nach oben da, falls es euch gefallen hat. Demnächst gibt es noch mehr Schanddaten hier mit Lara. Ich lasse mir einfach irgendwas einfallen. Wenn ihr Ideen habt, dann schreibt es gerne auch mal in die Kommentare. Lara, bitte nicht die Kommentare lesen. Und dann gucken wir mal, was für ein Unsinn uns da einfällt. Möchtest du noch wen grüßen? Nee. Perfekt, gut. Freunde, in dem Sinne, genießt die restlichen Stunden. Wir sehen uns aller spätestens in 2 Tagen wieder. Und das Allerwichtigste, geht steil. Bop. Um zu fahren, brauchen wir Tank.